Hallo und herzlich willkommen zu Cyberpunk 2077. Ruf Mr. Hands an. Warum soll ich Mr. Hands anrufen? Hatten wir nicht. Warte mal. Okay, wir wissen jetzt, dass die Voodoo Boys hinter all dem stecken. Das ist schon mal ein Anfang. Das Problem dabei ist, dass wir die auch irgendwie erreichen müssen. Das ist schlecht. Im Pacifica gibt es eine Menge zu finden, nur selten das, was man gerade sucht. Wenigstens hast du den gesichtslosen Fixer, der dir bei der Suche nach dem Furz im Wind helfen kann. Klingt nach einem Riesenspaß. Ja, nee, klingt nicht. Da, Ghost Town. Das zocken wir doch gerade. Ganz ehrlich, ich hab so Fallout-Vibes, hey, ne? Bleibst du eine Weile? Nee, bin gleich wieder weg. Wir reden das nächste Mal. Hey, Panam. Panam. Hast du Neuzugang mitgebracht? Was soll davon? Geht dich nichts an. Lies sie für mich wie Panam. Bessert. Hilfst du mir mal? Was ist da drin? Ein paar nützliche Kleinigkeiten. Solltest du mitnehmen. Mhm. Okay, das war alles. Auf geht's. Also für einen Flammenwerfer fehlt der... Kommst du zurück? Der Gaskanister oder Brennstoffkanister jedenfalls. Und Panam! Ja. Kommst du nachher bei mir vorbei, Süßer? Nächstes Mal, Ellie. Hecher. Versprochen. Also, bin dann weg. Ja, ja. Na los, hau schon ab. Und meld dich mal. Pass auf sie auf, wie. Mach ich. Gar kein Ding. Pack's in den Kofferraum. Natürlicher Reflex kann da nichts für. Wir können los. Spring rein. Scheint, als hättest du ein Autoritätsproblem. Was? Erst Rogue, jetzt Saul. Ist er dein Anführer? Ihr Anführer. Hattest es aber eilig, dich schnellstmöglich zu verpissen. Sagen wir einfach, Saul wäre nicht erfreut, mich zu sehen. Was ist passiert? Wir kamen nach Kalifornien, weil er Veränderungen für die Aldecaldos versprochen hat. Hm. Meinte, wir würden ein neues Kapitel beginnen. Hm. Aber du hast es ja selbst gesehen. Wir haben Zelte und einen Haufen Sand und Staub bekommen. Hm. Geiles Paradies. Ich wollte was anderes, was Besseres. Okay. Aber Saul ist ein verdammter Feigling. Er bedeutet das Ende für diesen Clan. Das weiß ich genau. Mitch und Scorpion scheinen gute Kerle zu sein. Bessere Freunde gibt es nicht. Ich meine, an ihrer Stelle würde ich auch im Lager bleiben. Scheiß auf Saul und seine Generatoren. Aber der Clan geht immer vor. Aber ich gehöre ja nicht mehr dazu. Sie haben dich immer noch wie eine von ihnen behandelt. Du bist ihnen wichtig. Mhm. Was ist mit dir? Hast du jemanden? Hatte nicht so viel Glück wie du. Verstehe. Waren die beiden beim Militär? Scorp und Mitch? Ja, Panzerjung. Hatten Verträge im letzten Krieg. Panzerjung? Haben Sie diese riesigen Transporter geflogen? Scorpion, ja. Mitch war für die Sicherheit zuständig. Mhm. Jetzt haben sie beide ein paar krasse Kampfimplantate und einen Haufen abgefuckter Albträume. Rocky Ridge. Leeres, staubiges Loch mitten im Nirgendwo, oder? Die Bewohner sind alle nach Night City oder sonst wohin abgehauen. Mehr muss man über den Ort auch nicht wissen. Die Gegend hat auf einen neuen Schnellstraßenanschluss gewartet. Das sollte wieder Leben in die Stadt bringen. Ist natürlich nicht passiert.
Was meinst du, wie viele Geisterstädte gibt es wohl? Hunderte? Im ganzen Land? Tausende. Bin neulich die I-80 runtergefahren. Du musst nur nach Sonnenuntergang rechts ranfahren. Dann ist es ruhig. Und du hörst es. Was denn? Wie der Wind durch die zugenagelten Fenster heult. Und die Wüstenbüsche über den trockenen Sand rollen. So sterben Städte. Nicht mit einem Knall, sondern mit einem Seufzer. Einem Wimmern. Wer weiß, wofür es gut ist, ne? Okay. Wir sind da. Gut, was jetzt? Wir müssen für die Ruffen bereit sein und wir haben nicht viel Zeit. Also müssen wir improvisieren. Wir sollten uns umschauen. Vielleicht finden wir was Nützliches. Was ist nützlich? Was ist das? Kaffeemaschine? Habe ich hier nicht gerade was drin gesehen? Blut! Hör auf deine Instinkte! Nee, schnell weg hier. Scanne die Geräte in der Umgebung, alles klar. Ablenkungsmanöver, okay. Hat keinen Strom. Rocky Ridge ist so tot, wie man sein kann. Alles ist kaputt. Nichts funktioniert. Und? Hast du was gefunden? Hab nichts gefunden. Hast du eine Idee? Also, die Ruffen kommen nach Sonnenuntergang und wir bereiten eine Überraschung für sie vor. Wir brauchen nur irgendwie Strom. Keine Chance. Hier läuft gar nichts. Also gut. Bringen wir es wieder zum Laufen. Alles klar. Alles klar. Scanne den Trans. Scanne die Stromquelle. Ist das hier die Stromquelle? Sicherungs. Hab die Schalter gefunden, aber da ist kein Strom drauf. Keine Sorge! Komm runter! Ich weiß, wie wir die Mistkerle überraschen. Okay. Also, die Kreuzung kriegt ihr Licht von der Trafostation, ja? Wenn wir den Schalter vom Verteiler auf dem Dach umlegen, geht da die Festbeleuchtung an. Verstanden? Gute Idee. Kümmern wir uns um den Strom. Ich sehe mich nach Zugriffspunkten um. Großartig. Kommen sicher eine Menge von ihnen. Wir wissen nicht, wie viele. Wir müssen sie überlisten und es dann irgendwie zu meinem Auto schaffen. Keine Sorge, ich habe ein paar Ideen. Wir spielen ein bisschen mit ihnen an der Kreuzung.
Klingt hervorragend. Sobald Sie die Lichter sehen, müssen Sie nachgucken, wer das war und wieso. Perfekt. Okay, zuerst müssen wir an das Terminal unten. Sonst ist der Verteiler auf dem Dach eh für nichts gut. Am besten benutzen wir die Autobatterie zum Starten. Das sollte funktionieren. Warte an der Trafostation auf mich. Das Auto bringe ich mit. Die Steuertafel sieht noch gut in Schuss aus. Ich stelle einen Schaltkreis zur Stromquelle her. Das sollte funktionieren. Wir müssen das Ganze nur zum Laufen bringen. Hol die Starthilfekabel aus dem Kofferraum. Wir nehmen einfach die Autobatterie. Rotes Kabel verbunden. Moment, ich muss hier noch alles anschließen. Okay, und jetzt noch das Schwarze. Das war's wohl. Aber die Klapperkiste hat gute Arbeit geleistet. Okay, Strom ist an. Starte das Terminal drin und dann geh aufs Dach, sobald der Strom im Gebäude an ist. Dein Auto brennt. Ich geh hoch auf den Turm. Dann haben wir die ganze Kreuzung auf dem Präsentierteller. Dein Auto brennt. Leg die Schalter um, wenn ich dir das Signal gebe. Verstanden? Ja. Yes, ma'am. Auto brennt. Gut, der Verteiler hat Strom. Cool, dann lass uns etwas Spaß an der Kreuzung haben. Gehen wir in Position. Gewaltsam. Und das hier, das war gewaltlos. Jetzt warten wir. Denk dran, sobald wir sie sehen, schmeißt du den Strom an. Aus welcher Richtung kommen die Raffen? Na Ahnung? Nordosten vermute ich. Von dem Freeway, der nie fertiggestellt wurde. Wo ist Nordosten? Okay, gib mir zur Sicherheit Deckung. Natürlich. Meinem Born. Siehst du ihn? Nicht wirklich schwer zu übersehen. Lass sie uns überraschen. Lass uns das leise regeln. Wenn was passiert, niete ich sie einzeln um. Klingt gut. Aber wie? Warte auf die Raffenschiff. Wo ist dieser Wichser Boss? Ihr wartet hier auf sie. Mach dich bereit. Jetzt heißt es Showtime. Es werde Licht. Schnapp dir den Autosplitter. Die Fahrerin hat ihn verlassen. Such nach dem Mädel mit dem Mohawk. Mutter. Was soll ich suchen? Ach so, sie hier. Ne? Schwere Körperverletzung, Verleumdung eines Konzernmitglieds, versuchter Mord, Schuldenhinterziehung. Was ist denn eine Schuldenhinterziehung? Ich bin drin. Ruft mich, wenn ihr sie seht.
Kann ich ja machen bei ihr. Ping. Überhitzen, Optikneustart, Kurzschluss. Rückverfolgbar. Verursacht Schaden. Achso, mein Ding ist schon aufgebraucht. Na gut. Haben wir sie denn jetzt alle markiert? Ich glaube schon, ne? Das ist so blöd. Bin aufgeflogen. Scheiße. Gib dir Deckung. Jetzt müssen wir sie alle kalt machen. Och, müssen wir das? Ja, wo ist er? Hambert? Gute Arbeit. Und jetzt? Ein paar Schiffe haben wir noch. Ja. Ich bring das Auto hier raus. Steht zu viel auf dem Spiel. Nein. Na gut. Wir treffen uns an der Stadtgrenze. Norden. Wir packen sie uns alle. Lies mein Baby nicht zu sehr ans Herz. Gehört mir. Bis später. Wir werden total was. Kalle, komm da ran. Na gut. Du hast Glück gehabt. Ach so, da geht's hoch. Da hast du doch kein Glück gehabt. Oh. Kann das sein? Kann gut sein. Aber du warst der Scharfschütze, ne? Deswegen. Dich brauchte ich sowieso. So, und dann liegen hier noch... Das nervt mich so, ne? Ich bin am Looten, dann kriege ich irgendeine Frage reingedrückt. Und dann klicke ich aus Versehen auf Antwort geben, obwohl ich das gar nicht wollte. Oben. Blaue Kiste. Ja.
Das alles hier ist möglich durch eine Autobatterie. On a roll. Das traurig. Ne? Überall stehen hier Dildos rum. Die haben es echt hier mit ihren Dildos. Plugs, Dildos. Rüber, ich fahre. Nein! Worauf wartest du? Ist ja gut. Ich überlasse das Fahren den Profis. Ach, verdammt, ey. Ich wollte der Profi sein. Endlich. Und? Das ist mal ein Auto, oder? Sentimentalität hin oder her, aber das ist auch nur ein Auto. Was frag ich dich überhaupt? Du hast doch keine Ahnung. Siehst du? Hat auch ohne Mitch und Scorpion geklappt. Hör zu, wie? Es ist noch nicht vorbei. Ach nein? Du hast doch die Ware und dein Auto. Aber nicht Nash. Er war nicht in Rocky Ridge. Das Arschloch hat sich nicht blicken lassen. Hanam. Hör zu, ich hab nen Plan. Ist mir egal. Wir wollten das Auto und die Ware zurückholen. Das haben wir gemacht. Sixth Street wartet auf eine Nachricht. Hör mir einfach zu, verdammt nochmal! Revenge is a fool's game, hat ein schlauer Mann gesagt. Wir nehmen den alten, unfertigen Freeway. Sie werden nicht mit uns rechnen. Das weiß ich genau. Ja, komm. Okay. Wo ist dieses Versteck? Nur ein Steinwurf von hier. Danke, W. Was Nash getan hat. Wenn er draufkiss, nicht meine Schuld. Er war der erste Typ, mit dem ich gearbeitet habe, nachdem ich die Alde Caldus verlassen habe und nach Night City gekommen bin. Und? Ich habe ihm wirklich vertraut. Oh. Rache ist das Risiko selten wert. Vernunft über Bauchgefühl. Interessanter Ansatz. Aber den würde ich gern selbst widerlegen.
Gott, kannst du froh sein, dass du hübsch bist. Bist du bereit? Ich bin bereit geboren. Holen wir ihn uns. Wie? Ach so, okay. Du fährst rein. Mhm. Ja, wäre auch ein bisschen weit zum Laufen gewesen, merke ich gerade selbst. Da oben? Keiner, oder? Da haben wir einen. Ja! Du. Ach, Scheiße, ey. Ist auf dich gescheuert. Vorsicht! Die Fixer kommen von der anderen Seite. Welche andere Seite? Da hinten. Alter, was ist hier? Du bist hier? Kerl, Perle! Alter, Perle! Warte mal, ich glaube, ich muss da mal gucken. Hier gibt es. Achso, ich habe da eine Präzision. Habe ich noch ein anderes Präzisionsgewehr? Leichtes MG, Sturmgewehr. Scharfschützengewehr. Haben wir doch hier. Super. Alles klar. Finde ich gut. Der Netrunner hat uns im Visier. Tat das weh? Was ist das für ein roten Scheiß hier? Systemzusammenbruch steht kurz bevor. Wieso? Mein System oder was? Scheiße. Alter, ich flubbel aber hier auch. Jeder für sich! Alles, was das Zeug hält! Oh, oh ja! Mach dir eine Show! Ja, nicht deine! Kleiner Racheengel. Keine Gnade!
kann die zwar sichtbar machen, aber ich kann sie nicht markieren, ne? Schieße ich dir einfach die Öl-Omme weg. Alles, was das Zeug hält! Vorsicht, denk mal, bitte! Naja. Nehmt den Ding für die Mangel! Bring dabei! Alles für die Gang! Ich blute! Ja, du blutest! Genau so! Sag bloß! Nimm den Wichser in die Mangel! Geht das? Geht! Quickscopen geht! Quickscopen geht! Schön! Okay. Fenster. Ich fand jetzt die letzten, also die ersten Quickies, die haben mir ja gefallen, aber die letzten, die waren jetzt irgendwie komisch. Als wenn ich immer irgendwo gegengeschossen hätte. Bist zufrieden jetzt, Perle. Ha? Ich weiß es doch nicht. Guck mal her. Lecker Loot. Und lecker Loot. Lebst du noch? Mhm. Ja, bisschen langsamer ZV, aber prinzipiell. Haben wir dich? Noch nicht, wa? Alter, wer bist denn du? Warum? Der chillt hier einfach mal so in der Ecke. Widowmaker. Witwenmacher. Bist du der, den wir gesucht? Keine Ahnung. Oh, dich hat es zerrissen. Wieso ist euer Blut eigentlich gelb? Das verstehe ich nicht. Ein 4000er. Und Achilles dabei. Das Mädel ist ne Alde Caldo. Könnte ein Problem werden. Alde Caldo Lager in der Nähe. Wenn der Job schief geht, Gegenschlag denkbar, aber scheiß drauf. Pen and Palmer, neu in Night City. Alde Caldos neuerdings in Night City aktiv. Oder anderer Grund. Mädel fragt nach Job in Afterlife. Das ist so komisch geschrieben, das will ich nicht lesen. Also so in Telegrammform. Also, wo jedes Wort Geld, jeder Buchstabe Geld kostet. Real Water.
Rogue. Ich bin so. Wie sagtest du nochmal? Ich soll meine Probleme und meinen Scheiß selbst erledigen? Nash ist tot. Ein Stück Scheiße weniger. Zufrieden? Und die Ware für Sixth Street? Nash kann sie nicht mehr ausliefern. Aber wenn du mich lieb darum bittest, kann ich dir vielleicht helfen. Ich habe mir meinen Anteil vorher auszahlen lassen, Schätzchen. Aber ich bin gerührt. Hab mich gefragt, ob du den Deal während deines Rachefeldzugs nicht vergessen hast. Fuck! Ja, wir sprechen gleich miteinander. Ich muss hier oben nochmal looten, weißt du? So ein Ding. Was haben wir denn hier? BD C1 55 55 alle drei sauber geht also doch gut. Christmas Tree Attack. Was ist das? Das ist eine Trophäe, habe ich gerade gekriegt, aber was ist das? Dafür, dass ich alle drei geknackt habe? Okay. Kendachi, neuer Frühlingskatalog. Okay. Defender. Dickes Teil. Du hast zu viel. Ja, ja, ich habe zu viel. Ich habe nicht zu viel. Ich habe gerade genug. Zu viel, zu viel. Es gibt hier so wunderschönen Loot und die sagen, ist zu viel. Gut, dann zeige ich mal her. Inventar, Rucksack. Das benutze ich... Ja. Zurzeit, ne? Das ist ausgerüstet, ne? Alles klar, cool. Und das hier? Der Widowmaker. Ein Tech-Präzisionsgewehr. Guck mal, der Schaden. Lecker. Lecker, sag ich da nur. Achso, da ist ein Präzisionsgewehr. Okay. Und das würde dann gegen meine ikonische Fenrir getauscht. Alles klar. Ja, es ist schön. Haben wir denn... geh mal weg hier. Ich will doch einfach mal hier so einen großen Blick drüber haben. Präzisionsgewehr. Ja, ich glaube, das ist dasselbe. Ne? Das ist dasselbe wie das hier. Der Widowmaker. Aber der Widowmaker, der ist ikonisch. Dann können wir das Achilles-Dingen... Ist auch Präzisionsgewehr, ne? Mach mal weg. Ach so, ich kann schon wieder laufen, alles klar. Sollen wir tauschen? Könnten wir eigentlich, ne? Inventar. Ah, da war der Fenrir war gut. Der Fenrir war gut, aber hätte ich dann hier Präzisionsgewehr, ein Tech-Präzisionsgewehr. Angriffstempo. Schaden geht ordentlich nach oben und Reichweite geht nach oben. Nestgewehr ist ja nicht so, als bräuchte er das noch. Gibt pro Schuss 2 Projektile ab, die Chemieschaden verursachen. Erhöhte Chance beim Ziel Vergiften auszulösen. Aufgeladene Schüsse richten mehr Schaden an. 150% Kopfschuss Schadensmultiplikator. 50% Panzerungsdurchbrechung. 1,2 Sekunden Aufladezeit. Ich weiß ja nicht, ne? Ich kenne das Ding. Weißt du was? Dann gib mir hier den Fenrir. Ich finde den Fenrir gut. Na? Machen wir das so.
Und? Fühlst du dich besser? Vielleicht ein bisschen. Lass uns verschwinden. Brooke ist eine verbitterte, kalte Hure. Ich glaube, sie hat das Ziel aus den Augen verloren. Soll das heißen, sie war mal lieb und fürsorglich? Ha, der war gut. Aber sie wusste selbst, wie es sich anfühlt, rumgetreten zu werden. Sie braucht einen Tritt in den Arsch. Ey, da stehen so geile, bewaffnete Karren rum. Und ich muss bei dir mitfahren? Na gut. Hey Boss, ich hab deine Fracht. Nee, keine Verarsche. Lass uns treffen, auf Sunset Motor. Ich weiß, dass du es ernst meinst. Ich werde da sein. Okay, Treffpunkt ist ausgemacht. Wir übergeben die Ware und dann geht's mit Hellmann weiter, okay? Was ist das Sunset Motel? Ein sicherer Ort, nicht weit von hier. Und Sixth Street wird keinen Scheiß versuchen? Bin schon oft für sie gefahren. Nie was Krummes abgelaufen. Hm. Hoffentlich wissen die, was gut fürs Geschäft ist. Klingt nach Spaß. Da sind sie. Lass mich reden. Riecht's nach Ärger? Nein, glaub nicht, dass was passiert. Hey, Boss. Panam! Wie geht's, Nash? Geht nicht ans Telefon. Muss den nicht mehr anrufen. Ist nicht nötig. Ja, du hast Eier, Mädchen. Wer ist das? Ein kleines Geschenk für mich? Bin nur hier, damit du keine Scheiße versuchst. Bisschen bissiger als Nash, was? Wart's nur ab. Der gefällt mir. Hier, erstklassige Ware. Mhm. Und? Alles in Ordnung? Check deinen Kontostand. Sollte in ein paar Minuten Fett anwachsen. War mir ein Vergnügen. Aber ich dachte, Rogue bezahlt mich. Das war gute Arbeit. Hast dir Trinkgeld verdient. Gehen wir. Ist gut gelaufen. Komm, lass uns das feiern. Die Ruffen sind tot, Sixth Street ist zufrieden. War doch ein guter Tag für Panam Palmer. Der Tag ist noch nicht vorbei. Noch kannst du mir richtig auf den Pisser gehen. Warte mal kurz. Warte mal. Ja, sie wartet kurz. Alles klar. Ich muss da mal. Wo ist das Ding? Da. Verkaufen. Lulululululululu. Junk. Weg. So, ja, die Dinger, die will ich nicht weg. Die Dinger will ich auch nicht weg. Die
Dinger weiß ich gar nicht. Ich habe sie immer noch nicht benutzt. Wiegen die denn was? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es ist wie beim Witcher. Dass sie nichts wiegen. Hier müsste ich mal irgendwann mal gucken, ob da was Cooles bei ist, aber ich weiß nicht. Hier, die haben wir doppelt. Die können schon mal weg. Nahkampfwaffen. Machete weg. Komm hier. Katana weg. Katana weg. Neurotoxinmesser. Mhm. Weg. 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 So. Tech-Scharfschützengewehr. Okay. Geben wir nicht ab. Die kann, glaube ich, weg. Und das kann auch weg. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Ich behalte nur die ikonischen Sachen. Jut. Keine Ahnung, ob ich einen Fehler gemacht. Oh, Kohle habe ich aber mal eben verdoppelt. Der Mond, der sieht gut aus. Hey, Noah. Hey. Neuer Auftraggeber oder neuer Freund? Einmal darfst du raten. Alles klar bei dir? Haben diese Sacke sich da in letzter Zeit Ärger gemacht? Die Raffen? Nein, alles ruhig. Klar kommen die wieder, aber wir haben schon Schlimmeres überstanden. Was darf's denn sein? Joseph, 2. Dieses Paket für Sixth Street, was war da überhaupt drin? Hast du nicht reingeguckt? Valoperidol, Medizin für die Cyberpsychos unter uns. Mhm. Verticken Sie die? Ja. Haben Deals. Mit illegalen Kliniken und Rippern. Wir verschieben das in die Zukunft und dann trinken wir auch auf deinen Wagen. So machen wir das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch was. Bye, bye.